Im Herzen einer kleinen, idyllischen Stadt, die zwischen sanften Hügeln und dichten Wäldern liegt, stand ein altes Haus mit einer Geschichte, die in Flüstern und Schatten gehüllt war. Dieses Haus wurde gemunkelt, das Zuhause der Familie Smith zu sein, die vor Jahrzehnten mysteriös verschwunden war und nur Fragen und eine von unheimlichen Geschichten durchdrungene Erbschaft hinterließ. Unter den vielen Geschichten, die über das Haus der Familie Smith kursierten, stach eine heraus, die Legende der starrenden Puppe. Es wurde gesagt, dass sich im staubigen, mit Spinnweben überzogenen Dachboden des alten Hauses eine Puppe mit Augen befand, die ihnen zu folgen schienen, ihr Blick voller beunruhigendem Hunger. Viele wagten es, sich in das verlassene Haus zu wagen, aber nur wenige hatten den Mut, an der knarrenden Haustür vorbeizukommen, geschweige denn die Treppe zum Dachboden zu erklimmen, wo die Puppe angeblich auf sie wartete. Doch es gab eine tapfere Seele, die es wagte, die Legende herauszufordern, die neugierige und abenteuerlustige Emily. Emily war schon immer von Mysterien und Unerklärlichem angezogen gewesen. Bewaffnet mit einer Taschenlampe und ihrem unerschütterlichen Entschluss, machte sie sich an einem mondhellen Abend auf, die Geheimnisse der starrenden Puppe zu entschlüsseln. Als Emily das Dunkel des verlassenen Hauses betrat, raste ihr Herz vor Aufregung und Angst. Die Dielen ächzten unter ihren Füßen und hallten wie Flüstern der Warnung durch die stillen Gänge. Sie ignorierte die Kälte, die ihren Rücken hinunterkroch, und drückte sich vorwärts, geführt vom Lichtstrahl ihrer Taschenlampe. Jeder Schritt brachte sie dem Dachboden näher und damit der Wahrheit hinter der Legende. Die Luft war vor Spannung schwer, als sie die Spitze der Treppe erreichte und die Tür zum Dachboden aufstieß. Was sie erwartete, war eine Szene direkt aus einem Albtraum, ein Raum, der in Dunkelheit gehüllt war, nur vom schwachen Schein ihrer Taschenlampe erhellt. Spinnweben hingen wie Schleier, und Staub tanzte in der Luft, als Emily vorsichtig durch den Dachboden ging. Ihr Herz setzte einen Schlag aus, als ihre Taschenlampe auf eine kleine, vergessene Ecke des Raumes fiel. Dort, auf einem staubigen Koffer sitzend, war die starrende Puppe. Ihr Porzellangesicht war rissig und verwittert, aber ihre Augen glänzten mit einer überirdischen Intensität. Emily näherte sich der Puppe, ihr Puls beschleunigte sich mit jedem Schritt. Sie streckte eine zitternde Hand aus und berührte zögernd ihre kalte, leblose Form. Als ihre Finger ihre glatte Oberfläche berührten, spürte sie eine seltsame Sensation, die ihr über den Rücken lief, eine Sensation, die von längst vergessenen Geheimnissen und wartender Dunkelheit flüsterte. Mit einem plötzlichen Ruck öffneten sich die Augen der Puppe, richteten ihren Blick mit einer eiskalten Intensität auf Emily. Gelähmt vor Angst, beobachtete sie entsetzt, wie sich die Lippen der Puppe zu einem bösartigen Lächeln kräuselten und Reihen scharfer, spitzer Zähne entblößten. Bevor Emily reagieren konnte, stürzte die Puppe vorwärts, ihre winzigen Hände griffen nach ihr und umschlangen sie mit einem Griff so kalt wie der Tod selbst. Sie versuchte zu schreien, aber kein Ton entwich ihren Lippen, als die Dunkelheit sie umhüllte und sie verschlang. In den folgenden Tagen wurde Emily nie wieder gesehen, ihr Verschwinden fügte der Legende der starrenden Puppe eine weitere Schicht von Mysterium hinzu. Einige sagen, sie sei zum Opfer des Fluchs geworden, der das alte Haus heimsuchte, während andere glauben, dass sie von der Dunkelheit verschlungen wurde, die in den unbeweglichen Blick der Puppe lauerte. Was die starrende Puppe betrifft, blieb sie auf dem Dachboden des alten Hauses, ihre Augen für immer auf die Welt jenseits gerichtet, während sie auf die nächste ahnungslose Seele wartete, die sich in ihre Fänge begab. Und so lebte die Legende weiter, eine mahnende Geschichte, die von denen geflüstert wurde, die es wagten, ihren Namen auszusprechen, eine Geschichte von der starrenden Puppe und der Dunkelheit, die in ihr liegt.